Stell dir vor, es ist Krieg und keiner merkt es. Stell dir vor, dass zigtausende Menschen sterben jeden Tag, zehntausende Menschen in den eigenen Reihen an Krankheiten, zehntausende Menschen auf anderen Kontinenten in der Ferne. Und sie sterben an den Folgen des tobenden Krieges und keiner merkt es. Und stell dir vor, dass der Krieg ganze Landstriche verwüstet, dass er Ökosysteme zerstört und am Ende so groß und verheerend wütet, dass er die Lebensgrundlagen ganzer Generationen ruiniert. Stell dir vor, ein vernichtender Krieg treibt die ganze Menschheit an den Abgrund ihrer Existenz. Und keiner merkt es. Und nur wenige sind in der Lage, ihn zu erkennen. Und die wenigen werden verspottet dafür und verfolgt und als Außenseiter beschimpft. Und immer weiter wird aufgerüstet. Und die Gelder fließen in immer breiteren Strömen und sie fließen aus den Taschen der einfachen Menschen, die mit dem Finger auf jene zeigen, die sich dagegen wehren und warnen. Seht doch endlich hin. Seht, was ihr tut. Es ist Krieg und ihr beteiligt euch an ihm. Wir müssen den Krieg beenden. Spinner werden sie genannt. Von der Masse und Extremisten. Und der Krieg, der unerkannte Krieg, weitet sich immer weiter aus. Über den ganzen Planeten frisst er sich und fordert immer mehr Opfer und Zerstörung. Und irgendwann, in naher Zukunft, da wird er einen Scheitelpunkt erreichen. Und dann schwappt er als heißer Krieg zurück in die Länder, die ihn einst angezettelt haben. Und er wird zum verheerendsten Krieg, den die Augen der Menschen je gesehen haben. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner erkennt ihn. Und nur wenige sind in der Lage, ihn zu erkennen. Und du gehörst zu ihnen. Und allein dafür, dass du ihn siehst und dass du erzählst von ihm und von deiner Angst, allein dafür wirst du verachtet. Und es ist schwer, ihn zu erkennen in einer Welt, die einem eine heile Welt vorgaukelt, die mit allerlei Phrasen und Glitzer die Schrecken zu übertünchen versucht und in der man allenthalben hört, dass es keine Alternative gibt dazu. Und der Krieg wird immer größer, dieses Monster, das als Kuschelbär verkauft wird im Fernsehen. Dabei lernt man schon in der Schule, dass es nichts umsonst gibt auf der Welt und dass man immer seine Rechnung zu begleichen hat am Ende. Es kann einfach nicht gut gehen, wenn Millionen Menschen verhungern für unser derzeitiges Leben im Überfluss und Abermilliarden Tiere gequält und getötet werden dafür. Es kann auch nicht gut gehen, wenn die Regenwälder zerstört werden, unwiederbringlich, und die Meere. Irgendwann
werden wir die Rechnung begleichen müssen. Und kein Gott wird uns davor bewahren. Und auch keine immer neue Technik. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und der Zeitpunkt wird der sein, an dem der Niedergang der natürlichen Ressourcen das Wachstum hemmt und die auf Raubbau fußenden gesellschaftlichen Strukturen aufbrechen. Und dann wendet sich der Krieg. Dann wird er seine Opfer nicht mehr nur in ärmeren Ländern holen und in unseren Ställen. Die Opfer werden nicht mehr nur Schwache und Sprachlose sein. Und dann denkst du an das immer größer werdende Heer der Kranken um dich herum und erkennst, sie zahlen bereits ihren Preis, ohne es zu ahnen. Sie zahlen es mit Krebs, mit Depressionen, mit Zivilisationskrankheiten, deren Aufblühen in unserer Zeit mit der angeblichen fortschrittlichen Medizin sich kaum jemand erklären kann. Stell dir vor, es ist Krieg und du siehst die Zusammenhänge. Du weißt, dass Freunde sterben an ihm und die Kinder von Nachbarn. Du durchschaust seine perfiden Strategien und wie das Heer seiner Soldaten immer weiter anwächst. Und du siehst deren Opfer und sie sind überall. Und dann eines Tages findest du in einer alten, vergessenen Kiste auf dem staubigen Dachboden zwischen altem Geschirr und Briefen ein geheimnisvolles Buch. Mit einem Siegel aus Wachs ist es verschlossen. Und uralt, Jahrhunderte vielleicht. Und weil dein Name darauf steht, eingeprägt mit mattem Gold und es unmöglich ist und unbegreiflich, öffnest du es mit zitternden Fingern. Und was du darin findest, die Worte, die Schrift, übertrifft alles, was du je in deinem Leben gesehen hast. Es übertrifft alles, was du je für möglich gehalten hast. Alles, was du dir je erträumt hast. Stell dir vor, es ist Krieg. Und keiner erkennt ihn. Mein Name ist Marcelli Kronberg. Meine Heimat ist das Jahr 2200. Ich kenne den Krieg. Und ich kenne die Folgen. Ich kenne das Leid und die Stimme derer, die in eurer Zeit stumm geblieben sind. In unserer Zeit sprechen die, die in eurer Zeit niemand hören wollte. Ich werde euch erzählen von den Menschen der Zukunft. Ich werde euch erzählen von den Menschen, die die Rechnung begleichen müssen für das Nichterkennen des Krieges, der in eurer Zeit auf dem Erdball tobt. Der Krieg, der in den westlichen Ländern, in den Ländern des technischen Fortschritts und des gleichzeitigen geistigen Rückschritts angezettelt und von jedem Einzelnen mitgetragen wurde, der sich den Irreführungen einer außer Kontrolle geratenen Konsumokratie ergeben hat. Meine Stimme ist die Stimme der kommenden Generationen. Sie können das Buch nun weglegen und weiterleben wie zuvor. Sie können die Augen verschließen vor dem Leid und es sich bequem machen zu Hause am warmen Ofen. Vielleicht legen Sie Ihre Lieblingsmusik auf, um zu vergessen, was Sie eben gelesen oder vielmehr gehört haben. Vielleicht sagen Sie sich,
ich kann mich nicht auch noch darum kümmern. Das alles können Sie machen, aber benutzen Sie dann bitte nie wieder das Wort Gerechtigkeit, wenn Sie über sich selbst sprechen. Oder Sie nehmen meine Einladung an, doch es wird keine leichte Reise sein. Das, was ich Ihnen erzählen werde, wird wehtun. Doch Schmerz war schon immer der Beginn von Veränderung. Maya und Aiden, der Schmerz einer ganzen Generation. Die Geschichte von Maya und Aiden beginnt ganz leise. Als das junge Mädchen den Jungen mit dem schmalen Gesicht, dem schwarzen Millimeterhaar und den stechend blauen Eisaugen zum ersten Mal begegnete, war sie verunsichert. Ihr Vater hatte sie vor den Zigeunern gewarnt. Das sind Taugenichtse, glaub mir, nur Taugenichtse. Aber sie ging trotzdem zu der Vorstellung, die die Taugenichtse in ihrem kleinen Dorf gaben. Shopwell war ein kleines Kaff in der Nähe von Newcastle. Es hatte einen großen eigenen Wald, den Shopwell Wood, ein paar Reihenhäuser mit immer sauber gemähtem Rasen im Vorgarten und auch sonst war nicht viel los hier. Da war der Zigeunertross, der sich unter den misstrauischen Augen der anständigen Bürger für ein paar Tage auf der Wiese ganz in der Nähe der Siedlung niedergelassen hatte, eine echte Attraktion. Aiden war ein Zauberer. Er ließ große rote Tücher aus dem Nichts auftauchen und in seiner Hand wieder verschwinden. Zerschnittene Seile waren auf einmal wieder unversehrt und standen kurz darauf wie ein Stock in die Höhe. Aus seinem schwarzen Schal ließ er Rosen wachsen und seine Augen funkelten dabei und Maya konnte ihren Blick kaum von den schönen, schmalen Lippen abwenden, die stets geschlossen blieben. Denn Aiden sprach kein einziges Wort während der ganzen Vorstellung. Und auch danach sprach er kein Wort. Selbst dann nicht, als Maya vor ihm stand und schüchtern nach seinem Namen fragte. Zwei ganze Jahre vergingen, in denen Maya immer wieder an diesen jungen Zauberer denken musste und sich zunehmend fragte, wie das wohl ist, wenn Mann und Frau zusammenkämen. Zum ersten Mal in ihrem jungen Leben hatte sie sich verliebt. Aber wo Aiden hingegangen war, das wusste sie nicht. Es waren dramatische Jahre in Europa. Seit die englische Regierung im Jahr 2039 wegen der zunehmenden Ausschreitungen immer härter gegen die Aufständischen durchgriff und es immer mehr Tote unter den protestierenden Jugendlichen gab, hatte Mayas alleinerziehender Vater den Freiheitsdrang seiner heranreifenden Tochter mit strengen Regeln zu unterbinden versucht. Es war eine Zeit der Angst. Die Landwirtschaft war aufgrund jahrzehntelanger Misswirtschaft auf Kosten der Umwelt und damit einhergehender Zerstörung ihrer eigenen Fundamente nicht einmal mehr in der Lage, die Menschen in Europa zu versorgen. Und so stieg die Zahl der hungernden und kranken Menschen
dramatisch an. Blutige Konflikte entbrannten, regelrechte Bürgerkriege. Nun schwappten sie auch bis hierher, bis in die Provinz. Arm gegen Reich, Machtlose gegen Mächtige, Betrogene gegen einstige Nutznießer eines Wirtschaftssystems, das jahrelangen Raubbau an den Lebensgrundlagen begangen hatte und nun seine Kinder fraß. In Deutschland war einige Jahre zuvor eine Pandemie ausgebrochen. Man konnte inzwischen nachweisen, dass der Erreger aus den Böden in der Nähe von Oldenburg stammte. Jahrzehntelang hatten die Bauern dort die Böden mit Gülle aus Intensivtierhaltung getränkt. Nun hatte sich die Natur gerecht und innerhalb weniger Wochen das Leben hunderttausender Menschen gefordert. Und obwohl die Erregerwelle auf rätselhafte Weise plötzlich wieder verebbte, war der Schaden nicht mehr zu beheben. Das System kollabierte vor allem deshalb, weil die Fassade abbrach, die jahrzehntelang die Folgen der Misswirtschaft verdeckt hatte und die Menschen nun auf einmal erkennen ließ, welchen Lügen sie zuvor aufgesessen waren. 2 Jahre waren vergangen. 2 dramatische Jahre. Da sah Maja ihren Aiden auf einmal wieder. Er war allein, als er mit seinem alten Motorrad und wenigen Habseligkeiten in Shopwell ankam und sein kleines Zelt am Waldrand aufbaute. Er erkannte das Mädchen mit den langen, weichen Haaren und den wunderschönen Augen sofort wieder. Auf einmal hatte sie vor ihm gestanden, mit breitem Lächeln auf den Lippen und seine Hand nach ihm ausgestreckt, so als wolle sie ihm aufhelfen aus dem Gras. Er kannte diesen Blick. Er hatte ihn nicht vergessen. Ihre darauf folgenden Tränen jedoch waren neu für ihn. Und die Wärme. Noch nie hatte er eine so weiche Wärme gespürt. Noch nie hatte ihn ein Mensch so geliebt, wie Maja es tat. Maja erfuhr nie, was Aidens Familie zugestoßen war. Er sprach ohnehin nur sehr wenig und wenn, dann waren seine Worte wie Blumen einer tristen Welt. Sie ließ sich in seine Welt entführen, ließ sich verzaubern von seiner Sinnlichkeit und der überbordenden Fantasie. Und es war wie eine Flucht in eine Welt voller Farben, die umgeben war von Grau. Die wenigen Monate, die Maja mit Aiden verbrachte und in denen das Liebespaar auf dem klapprigen Motorrad zuerst halb England durchquerte, um dann auf einer alten Fähre aufs Festland überzusetzen und sich weiter gen Süden durchzuschlagen, war die schönste Zeit ihres Lebens. Sie schwebten wie in einem eigenen Kosmos durch die Welt, ließen sich nicht von den immer schlimmer werdenden Unwettern aufhalten, die Europa durchpflügten, gaben sich nicht mit Wegelagerern ab, die Autos anhielten und ausraubten, die beiden Liebenden aber stets unbehelligt ließen. Und sie umfuhren die Ballungszentren, in denen die Auseinandersetzungen besonders heftig tobten. Sie lebten von dem, was ihnen die Natur anbot. Und da Aiden in der Natur aufgewachsen war, wusste er, wie reich diese den Tisch zu decken vermochte. Eines Tages standen die beiden am Mittelmeer. Aiden hatte von einer Insel erzählt, auf der man zurückgezogen in den Bergen leben und überleben konnte. Sie träumten von einem gemeinsamen Leben in Freiheit und nie endender Liebe. Ihre Heimat hatte Maja längst aus ihren Gedanken verloren. Längst war auch sie in ihrem Herz zu einer Zigeunerin geworden. Das Supramonte-Gebirge im Herzen Sardiniens bot damals vielen Menschen Unterschlupf. In einer abgelegenen Schlucht bauten Maja und Aiden ihr kleines Haus. Die Natur bot ihnen hier weniger Nahrung als auf dem Festland, sodass sie immer öfter in die Ebene reisen mussten,
um sich mit dem Lebensnotwendigen einzudecken. Eines Tages kam Aiden sehr krank von einer dieser Reisen zurück, auf die er sich zuvor ganz allein begeben hatte. Er verbot Maya, sich ihm zu nähern, und so musste sie aus großer Entfernung mit ansehen, wie ihr Liebster in den Felsen einen furchtbaren Tod starb. Das neu ausgebrochene Virus, das Europa zuvor ungleich härter getroffen hatte als vormals das Oldenburg-Virus, hatte nun auch Sardinien erreicht. Maya hätte alles aufgeben können. Sie hätte ihr Leben gegeben, um ihren Aiden auch nur ein einziges Mal in die Arme zu schließen, bevor er starb. Doch sie tat es nicht, weil sie wusste, dass in ihr inzwischen ein neues Leben heranwuchs. Und in den Bergen Sardiniens, weit ab von der Zivilisation und aufgehend in Tränenflüssen, rettete sie das Leben ihres Kindes, indem sie ihrem geliebten Aiden fernblieb und der Virus somit nicht auch noch ihren Körper heimsuchen konnte. Das Kind, das sie später in den abgelegenen Bergen aufziehen sollte, war nicht irgendein Kind. Heute im Jahr 2200 wird Nettin Lawrence als Poetin der Stille verehrt. Wir verdanken ihr wunderschöne und weltberühmte Romane, die mit sehr viel Liebe zum Detail das sich aus den Trümmern erhebende Europa beschreiben. Sie ist eine Wanderin durch die erwachenden Seelenlandschaften einer bewegten Zeit. Ihre Worte lassen uns noch heute teilhaben am einsetzenden Verstehen der gewaltigen Fehlentwicklung, die die menschliche Gesellschaft vor allem in den Jahrzehnten um die Jahrtausendwende genommen hatte. Sie lässt uns teilhaben am Schmerz des Begreifens, einer gewaltigen Last und der Einsicht, dass der ungezügelte menschliche Egoismus es war, der zuerst die Lebensgrundlagen zerstörte und dann die ganze Gesellschaft kollabieren ließ. Nettin Lawrence erhielt im Jahr 2092 den Weltpreis für ihre Trilogie Der Sperling. Im zweiten Band des bewegenden Werkes kehrt sie zurück an den Ort ihrer Kindheit, in die Berge Sardiniens. Sie verarbeitet darin den Schmerz ihrer Mutter, der Zeit ihres Lebens auch ihr eigener Schmerz war. Nettin Lawrence lässt ihn zum Schmerz einer ganzen Generation werden, zum Schmerz einer Generation, die Gier ihrer Ahnen bitter bezahlen musste. Und obwohl der zweite Band den schlichten Namen Maya und Aiden trägt, ist er zum Synonym geworden für die gewaltigen Opfer des vorangegangenen, ungezügelten Raubbaus an der Natur. Winter. Winter mitten im Frühling. Die Bilder entstanden am 22. März 2013 und in Berlin liegt dicker Schnee. Der wird auch noch liegen bleiben. Frühling ist im Moment noch gar nicht in Sicht, aber die Vögel zwitschern und ganz früh morgens ist es schon hell. Und draußen Schnee.
völlig surreal für jemanden, der in das deutsche Wetter um die Jahrtausendwende gewöhnt war. Milde Winter. Ganz Deutschland stöhnt unter dem Schnee. In der Zukunft können darüber auch nur lachen. Oder naja. Also man müsste eigentlich sagen, wir haben gelernt, darüber zu lachen. Naja. Ja, die Zukunft. Es ist noch gar nicht so lange her, da war ich, wie soll ich sagen, normal. Ein paar Jahre. Da war ich ja, Rationalist, Realist, Materialist, Atheist. Ich war sogar Philatelist. Ja. Aber diese ganzen Iste, naja, die habe ich inzwischen alle hinter mir. Alles fing an mit einem Roman, meinem ersten großen Roman. Die Legende von Sir und Sirene. Der Roman handelt von einer Begegnung. Von einer Begegnung mit einem geheimnisvollen Wesen. Aber geheimnisvoll ist eigentlich nur die Gestalt, in der sie mir begegnete. Ich habe das alles erst viel später verstanden, auch dass die Botschaft der Legende sich vor allem an mich selbst richtet. Und diese Botschaft, das ist eben eine aus ferner Zeit. Nicht mal aus 200 Jahren, viel weiter. Es ist eigentlich auch ganz gleich, woher. Aber sie machte mich zu dem, was ich heute bin. Marcelli. Ohne die Legende von Sir und Sirene würde es ihm nicht geben. Übrigens, wenn man ein Buch gelesen hat, wie ich verlernte Tiere zu essen, der ist diesem geheimnisvollen Wesen schon zum ersten Mal begegnet. Naja, viele denken, dass ich mir diese Geschichte, also dass ich aus dem Jahr 2200 komme, nur ausgedacht habe. Oder eigentlich glauben das ja alle. Aber einige der wenigen, die die Legende gelesen haben, ahnen, was wirklich dahinter steckt. Aber noch gebe ich sie nicht her für die Öffentlichkeit. Noch bleibt sie in meiner Schublade, die Legende. Es ist noch nicht Zeit dafür. Später. Aber es ist auch egal, es ist nicht von Bedeutung. Man muss nicht alles ergründen. Und es ist auch egal, ob man mich für einen Märchenerzähler hält oder für einen Phantasten. Wichtig ist ja nur, dass man die Botschaft versteht, die meiner Worte. Mehr ist es nicht. Und entspringen nicht alle unsere Gedanken aus einem tiefen Grund, in den wir nicht mehr hineinsehen können? Ist nicht jeder Gedanke auf seine Art geheimnisvoll. Wir glauben nur, dass wir ganz viel wissen. Aber letzten Endes ist es doch nur ein Glaube. Und es wäre schön, wenn wir diesen Anspruch, die Kontrolle über alles haben zu müssen, loslassen könnten. Es wäre schön, wenn wir nicht immer alles ergründen wollten und dabei doch nur verlernen, das Wesentliche zu sehen. Wenn wir wieder lernen, auf unsere Intuition zu hören, auf unser Inneres, auf das, was da ganz tief in uns sitzt, in jedem. Und es schläft.
Und wer versteht, warum ich mir dies wünsche, der versteht auch, von was ich wirklich erzähle. Und dann versteht er auch, dass es wirklich völlig egal ist, wer ich bin und eben auch, woher ich komme. Das größte Rätsel unserer Zeit. Zurück im Jahr 2013. Ich will nicht. Ich kann nicht. Ich schaff das nicht. Es ist doch auch alles gar nicht so schlimm, oder? Irgendwie wissen wir, dass es doch schlimm ist. Irgendwie wissen wir, dass wir etwas ändern müssen. Aber den meisten fehlt es noch an Willen, Überzeugung, Kraft. Die meisten von uns ahnen inzwischen, wenn wir auf so großem Fuß weiterleben, dann werden wir in einer Katastrophe enden. Abholzung der Regenwälder und Abschmelzen der Polkappen, Klimawandel, Verrottung und Verschmutzung der Meere, Auslaugen der Böden, Heere von Kranken in den reichen Ländern, Millionen Hungertote in den armen Ländern und grausames Leid von Milliarden Tieren überall auf dem Planeten und alles von so großem Ausmaß, dass selbst die vorgegaukelte heile Welt in Funk und Fernsehen es nicht mehr abzudecken vermag. Wir wissen, wenn wir nicht innehalten, dann werden unsere Kinder es bitter bezahlen. Und dennoch sind die Supermärkte voller Fleisch und Fisch und Waren vom Ende der Welt, sind die Autoläden voller dicker Spritschlucker, die Apotheken voller unnützer Arzneimittel und die Müllberge wachsen weiter und weiter. Und von der Politik werden die Probleme bisher standhaft verschleiert weiter. Ein klein wenig wird hier geschraubt für die Presse, ein klein wenig da für das vorgegaukelte gute Gewissen. Und im weiteren Raubbau werden im Verborgenen zugleich immer neue Türen geöffnet. Und wieso kommen wir überhaupt darauf, dass uns diese Art zu leben überhaupt zusteht? Dieses prall gefüllte Profit- und Wohlstandsleben auf Kosten unserer Mit- und Nachwelt. Wieso wird unser Anspruch auf Massen- und Luxuskonsum höher gestellt als die Grundbedürfnisse derer, die dafür herhalten müssen? Wieso fühlen wir uns im Recht, jedes Jahr mehr als 100.000 Quadratkilometer Regenwald niederzumachen? Wieso glauben wir, dass wir Milliarden Tiere töten dürfen, obwohl wir dies nicht einmal zum Überleben brauchen? Weil in der Bibel steht, macht ihr die Erde untertan? Weil wir das Geld dafür haben? Weil wir einfach die Macht haben und uns keiner daran hindert? Keiner daran hindert, das Lebensglück der kommenden Generationen zu zerstören oder aufzufressen? Weil wir Menschen an akuter Selbstgefälligkeit im fortgeschrittenen Stadium leiden? Oder weil das alles wie ein riesiger Schlammmassel ist, in dem wir stecken wie in warmem Schlamm und es einer gewaltigen Kraftanstrengung gleichkommt, sich daraus zu befreien? Und wenn wir uns ein klein bisschen herauswagen, ist es gleich kühl auf der Haut. Oh, wir schaffen das nicht, es ist so kalt. Da im warmen Schlammloch, da war es doch so gemütlich. Gut, es hat gemüffelt darin, aber daran haben wir uns gewöhnt. Und wir wissen ja auch, dass das Frösteln ganz schnell vorübergeht, wenn wir rausgestiegen sind. Doch was wir gewohnt sind, das bevorzugen wir nun mal. Mag es auch noch so stinken.
Wie lange dürfen wir solche Egoisten sein? So lange, bis das Schiff untergeht mit Mann und Maus? Die Intelligenz des Menschen erhob uns einst aus dem Tierreich. Aber irgendwie hat sie sich verselbstständigt, wie die Besen in Goethes Zauberlehrling. Wir haben ihr freien Lauf gelassen und ungehemmt wütet unsere Macht nun auf dem Planeten und lässt sich keinen Einhalt mehr gebieten. Wie dichtete einst Goethe: Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und 100 Flüsse stürzen auf mich ein. Frachter groß wie Fußballstadien fahren Berge voller Soja übers Meer. Nicht für die Tofu-Esser, nein, für Geflügelmast und das Kraftfutter der Schweine und Rinder hier in Europa. Und in Südamerika hinterlassen sie Ödland, wo einst undurchdringlicher und wunderschöner Regenwald wuchs. Ganze Flüsse billigen Palmöls schwappen nach Europa, füllen Tanks und Margarineschachteln und zerstören auf dem anderen Ende der Welt die Natur. Und riesige Schleppnetze durchflügen die Meere und kämmen sauber alles Leben aus ihm heraus. Und flehen hilft dagegen nicht mehr. Ob Goethe geahnt hat, wie gut er das alles mit dem Zauberlehrling beschrieben hat? Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Und die Erkenntnis folgt geschwind. Wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Dabei ist es im Grunde ganz einfach. Wir müssen uns nur aus dem Schlamm erheben, der uns die Umwelt zerstören lässt. Eins ist klar, ein Besen sei es gewesen, Meister, wird nicht kommen. Und auch die Wirtschaft wird den Teufel tun, die vielen schönen und kurzfristigen Gewinne abzuschreiben, die ihr der Raubbau mit freundlicher Empfehlung überlässt. Ein Aussteigen lässt das System ja auch gar nicht zu. Wer nachgibt, geht unter. Und die Politik wird der Wirtschaft weiter brav aus der Hand fressen. Und wenn es die letzten Körner sind, die noch da sind. Wenn es niemanden gibt, der uns zum Aussteigen zwingt, wenn es keinen gibt, der uns sagt, so, hier geht's jetzt nicht mehr weiter, wenn keine Ampel rot zeigt, sich keine Schranke vor uns senkt und nichts und niemand mit Autorität auf uns einwirkt und nur eines bleibt, das eigene Erkennen und das Gewissen, wird unser Charakter dann so stark sein, dass wir es schaffen, uns aus dem Schlamm zu erheben? Wird unsere Persönlichkeit so reif und autark sein, so voller Selbstwert, dass wir in der Lage sind, dem zu folgen, was unser Inneres sagt, unsere Intuition, die Zerstörung im Grunde ja gar nicht will? Oder werden wir kraftlos zurückbleiben, im sumpfigen Weiter-so der Konsumgesellschaft mit all ihren Ausreden? Kann Wandel mit geistig müde und schwach gemachten Menschen überhaupt gelingen? Oder liegt der Schlüssel für den gesellschaftlichen Wandel vielleicht darin, dass die Menschen wieder erkennen, wie stark und wie wertvoll sie eigentlich sind? Wenn sie endlich wieder erkennen, was für ein Geschenk es ist, was für ein unermessliches Geschenk, Mensch zu sein. Werden sie dann endlich erkennen, wie tief das Konsumsystem sie in den Schlamassel gefahren hat? Und wie kann dieses Aufwachen nur gelingen? Wenn es fehlende oder falsche Information sein sollte, dann wäre das Problem ganz schnell zu lösen. Man muss sie nur verbreiten. Nehmen wir doch gleich einmal das Thema tierische Produkte. Die meisten glauben noch immer, dass das Verzehren von Fleischmassen gut und richtig ist. Wird doch immer so erzählt in Funk und Fernsehen. Aber wenn man hinter die bunte Werbewelt schaut, sieht es auf einmal ganz anders aus. Nein, der Mensch braucht tierische Nahrungsmittel nicht,
Denn die Nährstoffe werden grundsätzlich von den Pflanzen zur Verfügung gestellt. Und wenn wir Fleisch essen, nehmen wir die pflanzlichen Nährstoffe nur über den Umweg Tier auf. Eiweiß, Proteine, Kalzium, alles, was dem Fleisch oder der Milch zugeschrieben wird, kann man auch ohne den Umweg Tier und ohne krankmachende tierische Fette einfach direkt mit Pflanzen aufnehmen. Es gibt Menschen, die sich seit Jahrzehnten vegan ernähren und kerngesund sind. Nein, die Fleischerzeugung hilft nicht gegen den Welthunger. Ganz im Gegenteil, denn ein sehr großer Teil der angebauten Pflanzen werden als Tierfutter verwendet. Riesige Frachter fahren Unmengen wertvolle Nahrungsmittel aus Übersee nach Europa, das hier in den Trögen landet. Man hat ausgerechnet, dass 12 Milliarden Menschen mit den derzeit erzeugten pflanzlichen Nahrungsmitteln satt werden könnten, wenn nur keiner mehr Tiere essen würde. Nein, der Mensch steht nicht von Natur aus an der Spitze der Nahrungskette. Er hat sich nur mit Mitteln und Methoden dahin begeben, die ganz und gar nicht natürlich sind. Und die Natur hat auch nicht damit gerechnet, irgendwann einmal Milliarden Menschen durchfettern zu müssen. Dann hätte sie uns wohl ganz anders aussehen lassen. Wir haben uns gewaltig weiterentwickelt. Beim Essen sind wir aber irgendwie ein paar Schritte zurückgegangen. Und nein, dass der Mensch schon immer Fleisch gegessen hat, berechtigt uns nicht dazu, dem auch weiter zu frönen. Die Landwirtschaft unserer Ahnen ist mit der heutigen vergleichbar wie ein altes Fahrrad mit einem dicken Benz. Und das Recht nicht mehr vergleichbar ist der heutige Massenfleischkonsum mit dem unserer Vorfahren. Und nein, auch Milch trinken und Käse essen sind nicht natürlich. Dass der Mensch Milch braucht, ist schlicht eine Lüge, um einen gigantischen Markt aufrechtzuerhalten. Warum gibt es dann weniger Kranke in Ländern, wo keine Milch getrunken wird? Und die Nährstoffe aus der Milch stammen letztendlich aus den Böden des einstigen Regenwaldes. Denn dort wächst auch das Kraftfutter für unsere Milchkühe. Und nein, Tieren geht es nicht gut in der Haltung durch den Menschen. Sie leben eingepfercht auf engstem Raum. Milchkühen leiden furchtbar unter dem Entreißen ihrer neugeborenen Kinder. Und in den Schlachthäusern geschehen unfassbare Grausamkeiten. So wachen zum Beispiel in deutschen Schlachthäusern eine halbe Million Schweine im Jahr qualvoll im kochenden Wasser aus der Betäubung wieder auf und sterben einen Wahnsinnstod, weil die vorgeschriebene Tötung aufgrund der unglaublichen Menge auch gar nicht fehlerfrei klappen kann. Noch mehr Gründe gegen den Konsum von tierischen Produkten. Es gibt hunderte Bücher, die nachvollziehbar darstellen, warum Tiere essen eine Angelegenheit ist von gestern. Für den Fleischkonsum sprechen dagegen nur bunte Werbebilder, Grillmagazine, Kochsendungen und schnaubende FDP-Vorsitzende. Und dennoch, trotz der entrückenden Argumente, stellt sich für viele nach wie vor die Frage, warum eigentlich? Warum sollten wir uns ändern, wenn es uns doch gefällt im Schlammerloch? Was könnte der Anlass sein, mehr Rücksicht zu nehmen? Warum sollten wir die Umwelt schonen wollen, den Tieren ihr Leben lassen wollen, unseren Kindern eine intakte Welt hinterlassen wollen? Warum? Warum sollten wir auf etwas Liebgewonnenes wie den täglichen Döner oder die Bratwurst aus Fleisch verzichten, wenn keiner uns dazu zwingt? Ist das eine merkwürdige Frage? Aber man muss sich stellen im Angesicht der Trägheit, mit der sich das Wissen um die Probleme durchsetzt und die Schlachtrekorde sich dennoch Jahr für Jahr erhöhen. Es scheint das größte Rätsel unserer Zeit zu sein. Und deshalb zerbrechen sich nun schon seit vielen Jahren viele Menschen darüber den Kopf. Wie bringen wir das, was wir längst verstanden haben, denen bei, die dieses Verstehen und vor allem das Wollen noch vor sich haben? Die Versuche, das Wissen zu vermitteln, sind zahlreich, wobei die geglückten Versuche in ihrer Zahl leider so deutlich hinter den missglückten Versuchen zurückstehen, wie der Anteil fair gehandelter Kakaobohnen gegenüber den von ausgebeuteten Kindern in Drittweltländern gepflückten. Und vielen schmeckt der unfaire Kakao obendrein
dann am besten, wenn zuvor noch ein lästiger Veganer hindurchgezogen wurde. Vor Gericht. Da sitzt dieser Veganer, verspannt in seinem Stuhl, den hageren Oberkörper auf seinen Arm gelehnt. Lässig soll es wirken, lässig. Und dennoch wird er gnadenlos in die Ecke getrieben bei dieser Talkshow, der Hundertsten zu diesem Thema, zu seinem Thema. Alles unbewiesen, poltert der Inquisitor ihm gegenüber. Natürlich kann er das machen, das will ihm noch keiner nehmen, zischt er giftig und denkt dabei nur, diesen kleinen, vorlauten Rotzbengel, diesen Veganer da, den mache ich jetzt fertig, na warte. Und dann geht's auch schon los. Er soll die anderen aber gefälligst in Ruhe lassen damit. Veganismus ist doch vor allem eins, eine Religion, alles nur Glauben. Alle Fakten lösen sich auf bei genauer Betrachtung, so ist das. Genau wie bei der Religion, nichts Handfestes. Aber das ist doch Unsinn, entgegnet die dünne Veganerstimme. Das stimmt einfach nicht. Sie wissen genau, es geht um die Gesundheit und um die Tiere und um die Umwelt. Und jetzt fürchtet man als Zuschauer doch so langsam um das Wohlbefinden des Hageren. Also fangen wir doch mal an. Und das Gericht ist nun endgültig eröffnet. Der Richter ist ein Menschenberg, hochdotierter Arzt, hochaufgeklärter Wissenschaftler, der alles weiß, alles schon gesehen hat und überhaupt alles versteht. Und vor allem versteht er es gut, seinen Gegenüber gnadenlos an die Wand zu nageln. Und natürlich weiß der Zuschauer, ja, dieser Mann spricht die Wahrheit. Ein so hochdotierter Arzt und so hochaufgeklärter Wissenschaftler, dieser schneidige Mann im schicken Anzug da, mit den silbergrauen Haaren und den abgeklärten Augen, muss einfach die Wahrheit sagen. Wer denn sonst, der hagere Veganer da in diesem quietschgrünen Schlabber-T-Shirt etwa? Den verfrühstückt der hochdotierte Arzt und hochaufgeklärte Wissenschaftler doch im Vorbeigehen. Und deshalb sind die folgenden Anklagepunkte natürlich unumstößlich und tatsächlich treffen sie hart wie Kanonenschläge. Es gibt keinerlei empirischen Nachweis, dass tierisches Protein, wie von Ihnen, lieber Herr Veganer, und überhaupt von allen spinnerten Veganern, gern behauptet, zu Krebs führt. Bis heute gibt es keinen Nachweis. Punkt. Zweitens, und jetzt beugt sich der Herr Arzt und Verteidiger des westlichen Lebensstandards und vor allem der Vernunft, ja, der Vernunft der aufgeklärten Gesellschaft, nach vorn beugt er sich, um seinem argumentativen Pfeilen noch mehr Schwung zu verleihen. Demonstrativ zählt er mit dem rechten Zeigefinger in die Finger seiner linken Hand. Zweitens gibt es keinen einzigen empirischen Beweis dafür, dass Fleischverzicht gesundheitlichen Vorteil bringt. Keinen einzigen. Und drittens ist das Argument, dass Tiere in der Zucht angeblich unzumutbar leiden, ein Argument aus längst vergangenen Zeiten. Tatsächlich wurde hier nämlich enorm nachgebessert. Die Tiere in den heutigen modernen Ställen haben mehr Platz als so eine Kuh beim Biobauern. Den Tieren geht's viel besser als noch vor 20 Jahren, wo ihre Kritik ja vielleicht noch gerechtfertigt gewesen wäre. Aber diese Zeiten sind lange vorbei. Und das interessiert sie nicht. Sie beharren einfach weiter auf ihren haltlosen Argumenten, um ihre Religion weiter zu betreiben. Und ich sage Ihnen ganz klar, niemand will Ihnen das nehmen. Niemand will Ihnen Ihre Hirsebällchen streitig machen. Aber hören Sie endlich auf, andere missionieren zu wollen. Es liegt doch ganz klar auf der Hand, es geht Ihnen nicht um die Tiere. Sie sind nur Mittel zum Zweck. Ihnen geht es in allererster Linie darum, andere zu bekehren. Das gehört nämlich zum Wesen des Veganismus und deshalb gehören Sie für mich in eine Riege mit anderen Fundamentalisten, mit christlichen und islamistischen Missionaren, mit Sekten, mit Militanten, Nichtrauchern, mit diesen ganzen Ökoterroristen. Aber eines sage ich Ihnen, und dann folgt endlich der finale Schuss.
ohne einen einzigen empirischen Nachweis ihrer kruden Theorien fällt ihr zusammengeschustertes Lügengebäude einfach in sich zusammen. Punkt. Stille nach dem Sturm. Nur das Publikum tobt und feiert den Schützen. Krude, hat er gesagt. Krude ist ein tödliches Wort. Es ist sehr beliebt geworden in den deutschen Medien, sehr beliebt in unserer aufgeklärten Gesellschaft. Es ist eine Pistolenkugel, allzu gern abgeschossen von Verteidigern des erreichten Lebensstandards und der freiheitlichen Werte. Nicht mehr einzufangen. Einmal abgeschossen, kann man ihr kaum ausweichen. Achtung, zischt die Kugel laut. Ja, nicht ernsthaft damit auseinandersetzen. Alles Quatsch. Die Moderatorin wackelt unsicher auf ihrem Stuhl hin und her. Soll sie den soeben Erschossenen noch einmal zu Wort kommen lassen? Oder besteht die Gefahr, dass es peinlich wird? Sie darf nicht zulassen, dass einer ihrer Gäste sich blamiert. Der Kopf des Veganers ist rot angelaufen. Das wäre immerhin eine Bemerkung wert. Schließlich entkräftet er damit das Gerücht, dass Veganer blutleer sind. Und dann fallen ein paar sehr dünne Worte aus seinem Mund. Es ist Unsinn. Das stimmt nicht. Die Moderatorin entscheidet sich seufzend, das Gericht an dieser Stelle abzubrechen. Sie wendet sich stattdessen dem gealterten Quizmoderator zu, den sie wegen seiner offensichtlichen Lebenslust für einen sinnvolleren Gesprächspartner zum Thema Ernährung hält, und fragt ihn irgendwas, was mich in diesem Moment aber auch gar nicht mehr interessiert. Mich interessiert gerade nur noch eins. Wie konnte das passieren? Wie konnte es abermals passieren, dass ein Mensch den Platz des argumentativen Gefechts als Verlierer verlässt, der sich gegen das Töten einsetzt, gegen Raubbau und Umweltzerstörung? Er ist doch für das Gute, verdammt nochmal. Warum wird solchen Menschen dann in unseren Medien nicht mehr zugehört, sondern immer wieder ein Bollwerk der Abwehr entgegengesetzt, dem sie einfach nicht gewappnet sind? Wie konnte es passieren, dass im Angesicht der großen Umweltvergewaltigung durch den Menschen der Zuschauer abermals mit dem beruhigenden Gefühl entlassen wird, ach, alles bestens. Ich muss nichts ändern, supi. Wir leben im besten aller Länder. Wussten wir es doch. Und wie schön sich die Kanzlerin gefreut hat über die Tore der deutschen Nationalmannschaft. Ja, das ist die Wirklichkeit, nicht diese ganze Öko-Kacke. Sind Veganer wirklich nur Fundamentalisten? Lösen sich alle ihre Theorien bei näherem Hinsehen auf? Was, wenn der Arzt recht hat? Was, wenn es ganz umsonst ist, seinen ökologischen Fußabdruck in der Natur so klein wie möglich zu halten und keine Tierqual mehr in Auftrag zu geben? Was, wenn diese ganze angeblich ressourcenschonende Lebensweise völlig wirkungslos ist? Veganismus völlig umsonst? Doch dann drängt sich plötzlich eine ganz andere Frage auf. Was, wenn nicht der Veganer, sondern der Herr Arzt daneben liegt? Was, wenn nur dessen rhetorische Überlegenheit, diese stählerne Präsenz am Bildschirm das Fundament eines Sieges ist? Es gibt Verkäufer, die sind so gut, die drehen einem glatzköpfigen Lockenwickler an. Was, wenn der Arzt nur so ein Verkäufer einer alten, angestaubten und von der Zeit längst überholten Wahrheit ist? Was, wenn der Veganer nur nicht in der Lage ist, die schmutzige Realität richtig zu verkaufen? Die zukünftigen Folgen der heutigen Umweltzerstörung hören sich so monströs an, dass einem schwindelig wird. Dem entgegt man am einfachsten, indem man alles als erstunken und erlogen schimpft. Und kann es wirklich richtig sein, bei der Fahrt gegen die Wand erst
dann auf die Bremse treten zu wollen, wenn unumstößliche Beweise auf dem Tisch liegen, dass es gleich rumst? Aber du kannst das doch gar nicht beweisen, schreit der theoretische Beifahrer neben uns, der nun erschrocken seine theoretischen Hände vors theoretische Gesicht hält. Wir haben ja nicht mal Zeit dafür. Ah, da hat er schon recht. Also theoretisch. Vielleicht sollten wir ja doch bremsen. Was, wenn die auf uns zukommende Wand da vor uns steinhart ist? Sollte nicht der Verdacht eines bevorstehenden Unheils genügen, um auf die Bremse zu treten? Ja, ja, bitte bremse sofort, du bringst uns noch alle um. Was? Nein, so nicht, nicht in diesem Ton. Jetzt gebe ich erst recht Gas. Das hat er nun von seinem Geschrei. Ich lass mich doch nicht von dem herumkommandieren. Was will der sich eigentlich ein? Besserwisser, Elender, Weltretter, Pseudo-Jesus, jetzt trete ich erst recht aufs Gas. Wollen Sie wissen, wie diese Fahrt ausging? Gab es diesen Aufprall gegen die Wand? Ich darf das nicht erzählen. Spürst du es? Spürst du es in dir? Psst, dich meine ich. Ja, ganz genau dich. Und? Was macht es mit dir? Weißt du, was ich meine? Nein. Nein, du weißt es nicht. Du weißt es noch nicht. Du kannst es noch nicht wissen, weil ich es dir noch nicht gesagt habe. Weil ich dir noch nicht gesagt habe, von was ich spreche. Und glaub mir, es ist da. Und ich weiß, dass er langsam erwacht.